Hallo Fallout-Fans! Im Rahmen unserer Siedlungsbau-Tutorials möchte ich euch in diesem Video alles erläutern, was ihr zu den Tieren wissen müsst, die es durch den Wasteland-Workshop gibt und die eure Siedlung beschützen und verbessern können. Bereits im Grundspiel konnte man von so einer Zufallsbegegnung einen Streuner bekommen, also einen Wachhund, und nach dem ähnlichen Prinzip funktionieren die meisten Tiere dieses Wasteland Workshop DLCs. Einige von diesen haben jedoch auch noch zwei andere Nutzen und daher möchte ich die jetzt einmal hier durchgehen und euch erläutern, wofür ihr sie einsetzen könnt. Fangen wir mal mit dem an, was die meisten wahrscheinlich am coolsten und ich am sinnlosesten finde, den Todeskrallen. Eine solche hat euch sicherlich schon mal irgendwann während eurer Fallout 4 Karriere angegriffen und ja, ihr wisst dann, wie schlecht so eine Begegnung für euch ausgehen kann. Mit dem Wasteland Workshop kann man sie jetzt einfangen und zähmen. Wie das abläuft, möchte ich euch hier gerade mal zeigen und das beginne ich gleich mal mit einem schlechten Beispiel. Ich komme zu dem Thema noch in einem anderen Video, aber ich möchte an dieser Stelle erläutern, was ich hier gerade mache. Also Wände bauen, um Feinde generell abzuhalten, in diesem Fall eine Todeskralle einzusperren, ist vollkommen sinnlos. Feinde können sich über jede Mauer hinweg teleportieren und von daher braucht ihr sowas nicht machen. Ich wollte das hier als kleines Experiment nur mal austesten. Mit dem Wasteland Workshop DLC habt ihr nun also drei verschiedene Käfigsgattungen, also klein, mittel und groß. Unter den größten findet ihr dann unter anderem diese Todeskrallenkäfige und die könnt ihr an einem beliebigen Ort platzieren. Jeder Käfig braucht immer Strom, um betrieben werden zu können, also um eine Kreatur fangen zu können. Und ich würde in dem Fall dazu raten, einen separaten Generator aufzustellen. Das kann der kleinste sein. Die Strommenge, die er produziert, ist für den Käfig oder die Käfige vollkommen egal. Es würde ein Strom für mehrere Käfige ausreichen. Ich habe hier jetzt für den Todeskrallenkäfig zur Vorsicht zwei Generatoren gebaut. Wieso, erzähle ich gleich noch. Außerdem versehe ich jetzt die Leitung zu dem Todeskrallenkäfig selbst mit einem Schalter, damit ich den Käfig quasi ein- und ausschalten kann. Ansonsten müsste ich später die Stromleitung kappen oder sonst was, um den Käfig überhaupt aufbekommen zu können. Ein Schalter macht das Ganze also ein bisschen einfacher. Und jetzt seht ihr hier so einen Beta-Wellen-Emitter. Der erfordert bedauerlicherweise gleich zwei Fähigkeiten aus dem normalen Skillbaum eures Charakters. Um eine Todeskralle überhaupt einfangen zu können, braucht ihr also zum einen erstmal diese Tierfreund-Fähigkeit und zum anderen den Ödlandflüsterer. Jeweils nur die erste Stufe. Aber der Ödlandflüsterer ist fast der unterste Skill aus diesem Baum, ist also eventuell nicht ganz so einfach zu bekommen. Wenn ihr euch also diese beiden Perks beschafft habt, dann könnt ihr einen Beta-Wellen-Emitter konstruieren. Und das ist wirklich das Wichtigste unter dem Ziel, wenn es darum geht, eine Todeskralle eure Siedlung bewachen zu lassen. Denn wenn ihr das Ding nicht aufstellt, dann ist die Todeskralle aggressiv, wenn sie aus dem Käfig rauskommt und wird euch angreifen. Die zweite wichtige Sache ist, dass dieser Beta-Wellen-Emitter nicht ebenfalls über den Schalter abgeschaltet wird. Also wenn ihr den Käfig aufmacht, den Emitter abschaltet, dann seid ihr halt quasi tot, weil die Todeskralle euch trotzdem gleich angreift. Anschließend heißt es warten und immer mal gucken, ob schon eine Todeskralle in euren Käfig gelaufen ist. Irgendwann ist der Käfig dann tatsächlich geschlossen. Das bedeutet, es ist jetzt ein Tier darin gefangen und ihr könnt es rauslassen. Im günstigsten Fall müsst ihr dafür jetzt einfach nur einen Schalter umlegen und dann steigt die Kreatur aus dem Käfig. Manchmal dauert das ein wenig, wie bei mir hier jetzt bei der Todeskralle. Und in dem Augenblick, wo sie raustritt, erhaltet ihr bzw. erhält die Siedlung die Werte dieser Kreatur. Was im Falle einer gezähmten Todeskralle bedeuten würde, ihr bekommt jetzt 10 Schutz dazu. Nun ist der Wastelander Workshop so ein bisschen dafür gedacht, Arena-Kämpfe zu veranstalten, was bedeutet, die Tiere vertragen sich nicht untereinander. Das heißt, wenn ihr eure Siedlung von irgendwas bewachen lassen wollt, dann müsst ihr euch für ein einziges Tier entscheiden, also für eine Rasse entscheiden, denn die Tiere zerfleischen sich gegenseitig. 10 Schutz oder 20 oder 30, je nachdem wie viele Todeskrallen ihr so einfangt, ist also ein nettes Gimmick, aber so eine Todeskralle hat auch ihre Nachteile.
Ach ja, und da habt ihr es gerade gesehen, die Todeskralle hat sich einfach auf die andere Seite der Mauer teleportiert. Der Haken an so einer Todeskralle ist, dass wenn ihr eine eingefangen habt, dann wird eure Siedlung zusätzlich angegriffen, und zwar von anderen Todeskrallen, die diese hier befreien wollen. Und da Todeskrallen so ziemlich die stärksten Gegner hier im Spiel sind, ist das eine richtig blöde Angelegenheit. Also wenn dann plötzlich 10 oder 15 Todeskrallen eure Siedlung stürmen. Aus diesem Grund würde ich generell erstmal davon absehen, eine Todeskralle überhaupt als Wächter quasi hier für eure Siedlung zu behalten. Abschließend zum Thema Todeskrallen möchte ich euch jetzt noch einmal kurz zeigen, was passiert, wenn ihr diesen Beta-Wellen-Emitter deaktiviert bzw. Strom kappen würdet oder einpacken würdet, wie ich das jetzt hier mache. Ihr hattet diese zahme Todeskralle gerade am anderen Ende meiner Siedlung gesehen. Ich habe das Ding jetzt einfach eingepackt und in dem Augenblick ist es aggressiv geworden, kämpft jetzt bereits hier hinten mit MacCready und wie jede andere Todeskralle im Spiel muss ich sie jetzt töten. Wenn der Beta-Wellen-Emitter jetzt also an einer zentralen Stromversorgung hängen würde und die anderen Todeskrallen beim Angriff oder andere Angreifer die Energiequelle zerstört hätten, den Generator zerstört hätten, dann würde eure zahme Todeskralle automatisch mit angreifen. Ist also keine wirklich sinnvolle Angelegenheit. Ich wollte das hier auch nur zur Demonstration mal erläutern. Also nach dem gleichen Prinzip funktionieren halt auch die anderen Tiere. Womit ich bei den Hunden wäre, davon gibt es zwei Varianten, also diese normalen Hundekäfige, wo Streuner und tollwütige Mischlinge rauskommen und dann gibt es noch die Mutanten-Hundekäfige. Im Gegensatz zu den Hunden, die ihr in Verhaber bekommen könnt, bekämpfen sich hier die unterschiedlichen Hunde auch wiederum untereinander. Also ihr dürft nicht gleichzeitig versuchen, Mutantenhunde und normale Hunde zu züchten bzw. zu fangen. Ich zeige euch erstmal kurz, hier sind jetzt zwei Hunde in die Fallen gegangen. Ich betätige den Schalter, die Hunde kommen raus, ein Mutantenhund, ein tollwütiger Streuner und schon bekämpfen sie sich und töten sich gegenseitig. Ist vielleicht ein tolles Schauspiel, aber ziemlich ineffizient. Ach ja, wo ich gerade bei diesem Thema bin, ihr könnt jeden Käfig anschließend wiederverwenden, ihr müsst ihn nur reparieren, das heißt einen neuen Köder reinlegen, also in dem Fall neues Hundefutter oder ähnliches. Die Hunde im Allgemeinen unterscheiden sich jetzt ein wenig von den Todeskrallen. Also mal abgesehen von der Rivalität her, geben sie 5 Schutz, keine 10, aber dafür zusätzlich einen Moralboost. Jeder Hund erhöht die Moral um 10. Ihr müsst aber immer berechnen, dass diese 10 wiederum durch die Anzahl der Siedler geteilt wird. Also wenn ihr 20 Siedler hättet, dann würdet ihr 0,5 Moral mehr kriegen. Aber dennoch, es ist ein schöner Vorteil, ihr bekommt Schutz und eine Steigerung eures Moralwertes. Ach ja, bevor ich das vergesse, es gibt noch eine Reihe anderer Tiere, also diese Yao Guai, ich weiß nicht, wie man diese bärenähnlichen Viecher ausspricht, die geben euch 6 Schutz und keine Moral. Und Radskorpione könnt ihr auch noch einfangen, die bringen euch 7 Schutz und auch keine Moral. Da wir die Hundeliebhaber nun befriedigt haben, muss ich natürlich auch noch ein paar Katzenkäfige aufstellen. Da reden wir nicht von Raubkatzen, sondern von normalen Hauskatzen. Entsprechend reicht da als Köder normales Meierlörkfleisch aus. Die sind also recht einfach einzufangen. Und genau wie Hunde bringt jede Katze 10 Moral ein. Da es aber eben keine Raubkatzen sind, erhöhen sie euren Schutzwert nicht im geringsten. Aber so ein kleines Dörfchen wie zum Beispiel Covenant würde sie sich sicherlich über ein paar Katzen freuen und damit ein bisschen die Happiness, die Moral steigern. Das ultimative Tier und weswegen ich dieses Video jetzt eigentlich hier gemacht habe, sind jedoch Gorillas. Denn Gorillas bringen euch genau wie Todeskrallen 10 Schutz und zusätzlich 20 Moral. Das ist also das Tier schlechthin, was ihr, ja, ich sag mal, als Alternative zu Türmen, zu Geschütztürmen verwenden könnt. Der große Haken ist, Gorillas kommen eigentlich aus dem Institut und die könnt ihr nur unter 2 Bedingungen überhaupt bekommen. Zum einen müsst ihr die Hauptquestreihe des Spiels durchgespielt haben. Also in dem Fall, genauer gesagt, das Institut vernichtet haben. Ihr könnt sie nicht bekommen, wenn ihr euch auf die Seite des Instituts geschlagen habt. Ihr müsst euch für die Railroad, Minutemen oder Stählerne Bruderschaft entschieden haben.
Und dann müsst ihr noch eine zweite Sache gemacht haben während dieser Mission, was ich euch jetzt nicht hundertprozentig zehnmäßig zeigen kann. Nach dem Gespräch mit Vater, was ihr gehabt habt, geht ihr an sein Terminal. Und da könnt ihr aktiviere Evakuierungsprotokoll BD2 anwählen. Und das müsst ihr ebenfalls gemacht haben. Nur dann werden die Gorillas evakuiert und ihr könnt sie später wieder einfangen. Wenn ihr die Chance verpasst habt, dann stehen euch Gorilla-Käfige in dem Wastelander-Workshop schlichtweg nicht zur Verfügung und ihr seid quasi total gearscht. Also theoretisch gibt es dafür natürlich Variablen, die man mit der Konsole manipulieren könnte. Also sowas wie MQ302 Evacuate heißt eine zum Beispiel. Aber auf natürlichem Wege ist das nicht mehr zu beheben. Und dann gibt es auch noch so ein zweites, ganz kleines Problem. Die Gorilla-Käfige haben so einen Grafik-Bug, nenne ich es mal. Da kann man nämlich nicht unterscheiden, ob Gorillas drin sind oder nicht. Also zumindest zu 90% nicht. Irgendwer hat mal behauptet, man sieht es an den Funken. Aber die Funken gibt es auch, wenn keine Gorillas drin sind. Bei ca. 50 gefangenen Gorillas habe ich es ein einziges Mal erlebt, dass die Tür tatsächlich zu war. Aber ansonsten kann man das nicht unterscheiden, ob jetzt gerade Gorillas drin gefangen wurden oder nicht. Gerade aus dem Grund würde ich empfehlen, einen Schalter an die Käfige zu machen, damit ihr das Ding schnell wieder aktivieren könnt und nicht irgendwelche Leitungen ab und wieder dran schrauben müsst. Und damit habe ich den Sinn dieses Videos schon fast erreicht. Ich wollte euch zeigen, ihr braucht prinzipiell eigentlich nur drei Gorillas einfangen, drei Käfige aufstellen oder wie auch immer ihr das sehen wollt. Jeder Gorilla erzeugt 10 Schutz, das heißt also vom Wert, den ihr als Schutz erreichen müsst, um zufriedene Siedler zu haben, reichen 3 Gorillas aus. Für einen richtigen Angriff bräuchtet ihr natürlich noch ein paar Geschütztürme dazu. Also wenn ihr den wirklich automatisch zurückschlagen wollt, ist noch ein ganz anderes Thema, heikles Thema, problematisch, erzähle ich in einem anderen Video. Aber wie auch immer, ich würde empfehlen, dazu noch Geschütztürme aufzustellen, wenn es nicht nur um die Moral geht. Denn selbst wenn ihr an der Verteidigung bei dem Angriff teilnehmt, können die Gorillas noch immer bei dem Angriff selbst sterben. Und da wäre es doch schöner, wenn sie einfach nur zur Unterstützung eilen, in dem Augenblick, wo die Geschütze bereits feuern. Aber so kleine Gegner, die einfach mal vorbeifliegen, wie halt so eine Fliege oder sowas, haut ein Gorilla halt schnell platt. Damit komme ich jetzt noch zu einem letzten Tier. Das hat überhaupt nichts mit Moral oder mit Schutz zu tun, aber ihr könnt es ebenfalls für eure Siedlung einfangen. Die Rede ist von Brahmin, keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, aber diesen kuhähnlichen Tieren, also den mit den 2 Köpfen. Warum ihr das machen solltet, ist, dass Brahmin die ganze Zeit Dünger produzieren und das halt eine seltene Ressource, ein seltener Rohstoff ist, den ihr sonst echt problematisch bekommt. Falls ihr wirklich überhaupt keine Ahnung von Fallout habt, mit Dünger stellt ihr zum Beispiel die meisten Granaten her und ihr könnt diverse Chems an eurem Labor daraus produzieren. Und wer sich jetzt denkt, boah, ich muss total viele Brahmin für mein Dorf haben, ihr solltet nicht mehr oder ihr braucht nicht mehr als 3 Brahmin einfangen, denn es gibt ein Maximum an Dünger, was produziert werden kann. Und wenn ihr 3 Brahmin habt, dann liegt ihr am Maximum. Damit bin ich mit diesem Guide jetzt durch. Was ich euch mit auf den Weg geben wollte, ist, wenn ihr eine Siedlung baut, lockt am besten 3 Gorillas an, um eure Moral so ein bisschen zu steigern und den Schutzwert. Und dazu noch 3 Brahmin, damit ihr Dünger für eure Waffen oder Camps bekommt. Das waren meine Tipps im Bezug auf den Siedlungsbau in Verbindung mit dem Wasteland Workshop. Ich hoffe, sie konnten euch ein wenig weiterhelfen. Sollte das der Fall gewesen sein, möchte ich euch bitten, einmal den Like-Button anzuklicken. Und dieses Video ist eigentlich ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen. Schaut doch mal in unseren Channel rein. Da gibt es noch einen Haufen anderer Siedlungsbau-Tutorials, mit denen das Video dann deutlich mehr Sinn macht. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns dann beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut!